Drei Jahre lang gehörte diese Begegnung zum Standardprogramm in der zweiten Liga. Nun treffen Union Berlin und Dynamo Dresden in einem Testspiel aufeinander. Beide Teams in ihren Ligen in den unteren Regionen der Tabelle angesiedelt. Dynamo in Liga 2 auf Platz 14. Union Berlin nach dem sehr schweren Auftaktprogramm in der Bundesliga auf dem Relegationsplatz. Die Geschichte der letzten Duelle der Teams ist schnell erzählt. Beide Spiele in der letzten Saison endeten 0:0. 2300 Zuschauer machen ordentlich Stimmung im Stadion an der Alten Försterei, darunter auch viele Kinder, die haben an diesem Testspieltag freien Eintritt und sehen einen überzeugenden Start ihrer roten Eisernen. Die haben früh einen Freistoß von links, der findet Florian Hübner und der macht das Tor, doch dies wird prompt von Sascha Kozlowski abgepfiffen. Hübner hat sich dort gegen Klingenburg unerlaubt Platz verschafft und für Hübner ist es das erste Spiel nach seiner Verletzung, so auch für einige andere Akteure. Kein Profi außer Markus Ingvardsen hat im letzten Spiel beim VfL Wolfsburg eine Rolle gespielt, ein klassischer Test für die zweite Reihe. Dresden mit mehr Ballbesitz, aber mit weniger Aktionen Richtung Tor. Und wenn sie mal nach vorne kommen, sind sie zu ungenau wie hier, René Klingenburg. Doch auch Union ist nicht von Präzision gesegnet. Der Ball erstmal bei den Dresdnern, sie setzen aber nach und so hat Abdullahi die Chance. Aber Müller geht im letzten Moment dazwischen. Für Abdullahi ist es auch schon die letzte Aktion. Ein Kurzeinsatz nach seiner Verletzungspause. Für ihn kommt ins Spiel Florian Flecker. Auch einer, der in der Bundesliga selten zum Zug kommt, ist Felix Groß. Der trippelt durch die Mitte, hat viel Platz und versucht es präpariert, lässt den Ball zur Seite abprallen. Polter will sich den Nachschuss nochmal holen. Er steht aber vermeintlich im Abseits laut dem Schiedsrichtergespann. Felix Groß macht ein richtig gutes Spiel in der ersten Hälfte. In der Bundesliga durfte er bisher nur 10 Minuten ran. Das aber beim 3:1 Erfolg gegen den BVB. Gegen die Schwarz-Gelben aus Dresden macht er eine gute Figur. Und Union ist weiterhin die Mannschaft mit den interessanten Offensivaktionen. Weiter Ball in die Spitze auf Ingvardsen. Der sucht den Weg zur Grundlinie und dribbelt zu weit, stolpert den Ball ins Aus. Hier sieht er noch etwas unglücklich aus. Beim nächsten Angriff brilliert er umso mehr. Außenrisspass und Doppelpass mit Polter. Der Däne jetzt mit viel Platz vor sich. Ingvardsen hat nur noch Preuß zu schlagen, scheitert am starken Keeper und dann stolpert Dresden den Ball fast ins eigene Tor. Erstmal durchatmen bei Yannick Müller und Dynamo Dresden. So geht es torlos in die Pause. Und diese bringt einige Veränderungen mit sich. Sebastian Polter gehört nicht dazu, der bleibt im Spiel. Seine Flanke landet erstmal in den Beinen von Chris Löwe. Doch der leistet sich den Fehlpass gegen den frisch eingewechselten Mees. Und der hat den Blick für die freie Mitte. Der hat den Blick für Julian Ryerson. Doch sein Schuss ungefährlich für den neuen Keeper von Dynamo, für Patrick Wiegers. Und die Fans von Dynamo legen in der Lautstärke zu. Das wirkt sich auf die Mannschaft aus. Wiegers mit dem weiten Ball in die Spitze auf Barış Atik. Der hat viel Platz, versucht es aber schnell, verliert dadurch das Gleichgewicht, fällt hin und setzt den Ball weit am Kasten der Eisernen vorbei. Und Atik ist nicht der Einzige, der die Bodenhaftung verliert. Eckball für Union Berlin und jetzt wird es kurios. Ausrutscher bei der Ausführung und galante Verwertung von Parensen, aber damit kann er Wiegers und Dynamo Dresden nicht beeindrucken. Im Gegenteil, die sind gar nicht beeindruckt. Die machen jetzt das Spiel. Horvath mit dem Ballgewinn, mit dem Steckpass auf Artig und im letzten Moment Parensen schiebt den Riegel vor. Eine exzellente Grätsche des Ersatzkapitäns, der in diesem Spiel Christopher Trimmel vertritt. Der befindet sich derzeit mit Österreich auf Länderspieltournee. Der Dynamo läuft in der zweiten Hälfte auf Hochtouren. Chris Löwe versucht sich aus der Distanz, doch Moritz Nikolas lenkt den Ball am Kasten vorbei. Die etatmäßige Nummer 2 hinter Rafa Gikiewicz. Eine Leihgabe von Borussia Mönchengladbach sorgt dafür, dass sich die Dresdner Dominanz nicht auf das Endergebnis auswirkt. Danach ist nämlich Feierabend. Ein torloses, aber leistungsgerechtes Unentschieden zwischen Union Berlin und Dynamo Dresden. Eine Dresdner Dominanz, viele Spieler bei Union, die noch kaum oder gar keine Einsatzzeiten in der Bundesliga aufzuweisen haben. Und die Frage, was der Cheftrainer der Eisernen aus dieser Partie mitnimmt. Die Stimme des Spiels ist Urs Fischer. Also von daher glaube ich, rein mit dem Aufwand, den die Jungs betrieben haben, bin ich einverstanden, bin ich zufrieden. War gut, dass sie Minuten bekommen haben. Ich glaube aber schon auch, gerade im Spiel mit dem Ball waren wir ja, in gewissen Phasen des Spiels zu hektisch, zu unpräzise. Und das ist die nächste Partie. Der Überraschungsclub SC Freiburg kommt nach der Länderspielpause nach Köpenick ins Stadion an der Alten Försterei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank
fürs Zuschauen.